Ich darf ja da nicht sagen, hast du mir schon mal gesagt, das darf man nicht sagen. Was darf man das nicht sagen? Das haben wir schon zu oft gesehen. Und ich finde aber, beim Giacometti sehe ich wie nichts mehr Neues. Aber ich bin vielleicht auch ein bisschen zu blöd für das. Aber ich finde, nicht gerade im Sinn von jetzt, hast du einen gesehen, hast du alle gesehen. Okay, du hast jetzt zu viel gesehen, aber was hast du denn gesehen, was du so zu viel gesehen hast? Das ist jetzt einfach etwas, was mich... Ich sehe immer auch sein verknorztes Gesicht und das Rotweinglas und das Setting von dem Künstler in Paris. La Bohème. Sie haben dann alle nach Paris. Und unsere alte Zeichnungslehrer hat das auch noch gesagt, du musst auf Paris. Und dann immer zu den Nutten. Ja, zu den Nutten. Das haben sie natürlich nicht gesagt, Nutten aber das haben wir schon vorgestellt. Und immer die Mutter von einem Künstler ist toll, der Vater ein Idiot. Weißt du, so die üblichen Psychologisierungen. Und das siehst du bei seinen Bildern immer. Ein bisschen zu viel Alkohol und ein bisschen zu wenig zu essen, ein bisschen viel Zigaretten. Aber ich finde, der Giacometti hat ja auch in seinen Bildern, hat immer weniger machen, bis fast nichts mehr da ist. Oder bis es sich irgendwie auflöst oder verschwindet. Das ist eigentlich, ich meine, du kannst sagen, das ist neurotisch, von einem psychologischen Standpunkt aus. Aber künstlerisch gesehen ist es ein unglaubliches Programm, dass du Skulpturen machst und du nimmst immer mehr weg, immer mehr weg, immer mehr weg. Wie viel kannst du wegnehmen, bis es nur noch fast ein Zeichen ist? Du meinst jetzt, noch Körper. Und du meinst jetzt, da könnte man nicht mehr wegnehmen? Also weniger als bei dir.